Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Yu-Gi-Oh! The Duelists of the Roses. Beim letzten Mal haben wir gegen Duel Master Kay gekämpft, zweimal, und damit die Karten in unserem Deck ordentlich aufgebessert. Jetzt müssen wir unser Deck noch ein kleines bisschen editieren, denn wir haben noch nicht alles reingetan, was wir erhalten haben. So, erstmal kommen aus unserem Deck jetzt unnütze Karten wie Insekten hier raus. Das Herkules-Insekt kann weg, ist mir eh zu teuer. Quagga-Herkules ist mir auch viel zu teuer, ist auch viel zu schlecht, kann raus. Ja, alles nur Insekten, die wir raushauen. Dafür tun wir allerdings ein großes Insekt wieder rein, auch wenn es auch wieder ein Insekt ist. Und die menschenfressende Pflanze und den Feenkönig. Das große Insekt hat mindestens nicht so viele Beschwörungskosten wie gewisse andere Insekten, die wir gerade rausgehauen haben. Die kann man dann leichter mal ebenso von der Hand abwerfen. So, Tristan, dann stell dich. Halt, du bist der, den sie den Duellanten nennen, richtig? Mein Gott, Tristan sieht sich selbst nicht mal als Duellanten an. Das wird ja ein lustiges Duell. Wenn du weiter willst, wirst du dich mir und meiner Crabwalker-Strategie stellen müssen, sagt er. Ja, das machen wir doch gerne, Tristan. Das machen wir doch gerne. Bin ja mal gespannt, was der in seinem Deck drin haben will, dass er irgendwie 1100 DC damit ausfüllen kann. Er hat wirklich einen verdammt hohen DC-Wert für so einen frühen Gegner. Tja, man sieht, warum es Crabwalker Strategie heißt, mein Gott. Tja, sein Deckmaster ist der Carbonala-Krieger, der allerdings nicht die geringste Fähigkeit besitzt. Ja, was so schön lächerlich daran ist, ist die Tatsache, dass der Carbonala-Krieger eigentlich Deckmaster Stufe 5 hat. Er lernt einfach nur keine Fähigkeit bis dahin. Wir würden ungefähr 6 Stunden brauchen, um Deckmaster von der Stufe zu trainieren. Aber auch nur, wenn wir es wirklich richtig darauf anlegen, den Deckmaster zu trainieren. Im normalen Spiel dauert sowieso viel, viel, viel länger. Überhaupt auch nur jemanden auf Stufe 1 zu bekommen. Ach ja, aber ne, das beweist nur nochmal, wie dermaßen lächerlich dieses Rangsystem eigentlich ist. Wir fusionieren uns auf jeden Fall Nekogal 2 und rücken damit vor. Das ist eine sehr gute Sache, dass wir da keine Pflanze benutzen mussten, denn die Pflanzen würden einen Nachteil auf dem Wasteland-Feld da vorne bekommen. Das ist bei Tristan hier recht nachteilhaft. Tja, allerdings ist Nekogal 2 ja ein Beastkrieger, die hat da keine Probleme mit. Tja, was auch immer Tristan da gespielt hat, hat schon scheinbar Angst vor Nekogal Nummer 2, will uns auf jeden Fall scheinbar nicht angreifen. Was haben wir denn hier? Wir könnten Blumenwölfe fusionieren. Oder wir könnten uns Bohnenkrieger zusammen kombinieren. Die haben wir noch gar nicht gezeigt, die werden wir irgendwann mal benutzen. Die Bohnenkrieger wären allerdings Pflanzen, die wären nicht so nützlich. Von daher fusionieren wir uns erstmal einen Blumenwolf und rücken mit dem vor. Wir dürfen gespannt sein, ob 1800 ATK gegen dieses hohe DC-Wert-Deck reichen. Ich schätze mal schon, immerhin ist Tristan auch nur der zweite Gegner. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, warum in aller Welt er so einen dermaßen hohen DC-Wert eigentlich hat. Naja, soll mich aber nicht stören, dementsprechend können wir auch bessere Karten in unser Deck reinpacken. Ja, also ich würde sagen, wir werfen einfach mal den ganzen Müll von unserer Hand ab und spielen den Pilzmann Nummer 2 da vorne hin. Ja, ne? Tschüss, kleiner Drache und dann auch tschüss, großes Insekt. Wir wollen euch nicht haben. Upsa. Der Drache sollte nicht als letztes Kettenglied da stehen, ansonsten würde der Drache gespielt werden und das will ich ja gerade nicht. Also, Pilzmann, Angriff! Was haben wir denn da liegen? Es ist ein dunkler Gefangener. Da haben wir ein richtig starkes Monster als Gegner, das leider zu viele Verteidigungspunkte für unseren Pilzmann hat. Das finde ich nicht schön, da brechen wir doch gleich mal die Animation ab und wir nehmen 250 Schaden, weil wir ihn nicht besiegen konnten. Leider ist der Effekt des dunklen Gefangenen nicht, dass er jeglichen Kampfschaden von beiden Spielern verhindert. Leider verhindert er nur seinen eigenen Kampfschaden, wie wir früher schon mal gelernt haben. Und hier haben wir eine Mysterienhand, die der Blumenwolf ganz leicht in seinem Blütenregen vernichten wird. Kabams! Aber die Animation kennen wir auch schon. Die müssen wir uns nicht nochmal ansehen. Zumindest jetzt gerade nicht. Ja, dann Nekogal Nummer 2. Vernichte doch mal bitte den dunklen Gefangenen. Den möchte ich nämlich da vorne nicht so auf dem Feld rumfliegen haben. Nachher wehrt er sich noch, das finde ich ja gar nicht schön. So, Nekogal, jetzt zeigen wir aber mal deine Animation, wo wir gerade Zeit dazu haben. Ja, sie ist irgendwie eine sehr merkwürdige Kombination aus vielem. Ich sag mal vielem. Da sind irgendwo Insekten, Seemonster, Katzen, was weiß ich nicht, alles Teile drin verarbeitet worden. Irgendjemand war da sehr kreativ, als er dieses Monster designt hat. Und kriegen wir auch eine Lache von ihr? Nein, wir kriegen nur ein Miau, ein japanisches. Ja, der dunkle Gefangene wurde vernichtet, immerhin das. Und wir beenden unsere Runde.
Na, Tristan, hast du vor, dich noch irgendwie zu wehren? Bis jetzt lässt du dich ja nur von uns malträtieren und vernichten. Er spielt irgendwas, mit dem er vorrückt. Na, das ist doch immerhin mal ein Wehrversuch. Den wir allerdings jetzt gleich wieder vernichten können. Wunderbar, da haben wir eine neue Fusion auf der Hand, die wir bis jetzt noch nicht verwendet haben. Ein Pilz plus ein Zombie, der 1000 oder mehr ATK hat, gibt's den Pumpenkönig. Pumpkin, the King of Ghosts. Ja, und mit dem greifen wir auch direkt mal an. Ein Zombie-Monster, der dementsprechend einen Vorteil hier auf dem Wüstenfeld bekommt. Unser Gegner hier war Leogun, sogar ein richtig starkes Monster. Gut, dass wir hier den Pumpenkönig fusionieren konnten. Dann schauen wir doch mal, was er für eine schöne Angriffsanimation hat. Ich glaube irgendwie, er wird sein Innerstes auskotzen, so wie es die meisten Monster dieser Designart tun. Yep. Kürbissuppe. Ich wusste schon immer, dass das Zeug tödlich ist. So wie das schmeckt, kann nicht gesund sein. Ja, ne, Leogun, wir sehen ihn noch nicht mehr. Ich bin mir ziemlich sicher, ja, die PlayStation 2 laggt gerade wieder extrem rum, weil die Animation so gigantisch ist. Mein Gott, ist das ein fetter Löwe, ist ja unglaublich. Kabams, 550 Schaden von wegen König des Dschungels. Und dann rücken wir auch mit unseren anderen Monstern hinterher, auch wenn die wahrscheinlich nicht mehr dazu kommen werden, irgendwas zu tun. Auch Tristan scheinen wir so schön in die Ecke drängen zu können, dass wir da vielleicht auch noch ein paar Erfahrungspunkte für unsere Monster dabei abstauben können. Und vielleicht kriegen wir dabei auch noch ein paar ordentliche Monster fürs Friedhofsroulette, wer weiß. Oh, wunderbar, wir haben direkt aufs Kommando zweimal Alone gezogen, der wir dann ein paar Erfahrungspunkte verschaffen können. Aber erstmal zerstören wir hier vorne ein Monster-Ei, wow. Ich würde immer super schwache Monster in den Angriff legen, direkt neben halbwegs starke Monster wie den Pumpenkönig, sodass ich auf jeden Fall massenhaft Schaden nehme, sobald der Gegner mich angreift. Bam, 1700 Schaden. Das ist jetzt schon fast schade, dass wir so viel Schaden verursacht haben. Dann können wir nämlich nicht mehr so viel Schaden mit Arlone an den gegnerischen Lebenspunkten verursachen, wie ich es eigentlich jetzt gerne getan hätte. Naja, was soll's. Wir werden ihn jetzt wenigstens da vorne so gut wie wir können einschließen. Und rücken noch mit unserem Deckmaster nach. Dann fusionieren wir jetzt aus dem Pilzmann Nummer 2 und das eine Arlone hier vorne den Bohnenkrieger, weil ich den noch demonstriert haben wollte und weil ich mich schützen will. Ja, damit haben wir jetzt leider ein bisschen die Erfahrungspunkte von unseren Arlone-Karten reduziert. Allerdings können wir gleich die andere von unserer Hand spielen, um mit der dafür ein paar Erfahrungspunkte wieder gut zu machen. Er beendet seine Runde einfach nur mit einer Karte in der verdeckten Verteidigungsposition. Ja, ne? Das soll mir recht sein, mein Gott. Der Bohnensoldat hat hier auf dem Wasteland-Feld echt nicht sonderlich viele Angriffspunkte. Es ist nicht mal ein Monster. Was haben wir denn da gerade vernichtet? Ach, Fairy Meteor Crush. Zerstört einfach so Karten auf 10 zufälligen Feldern. Das ist eine sehr, sehr merkwürdige Zauberkarte. Ja, ne, ist ein bisschen glücksabhängig, wenn man damit irgendwas machen will. Ja, dann kesseln wir Tristan jetzt endgültig ein und spielen Arlone hier vorne hin, greifen mit ihr seine Lebenspunkte an und dann sollten wir dafür sorgen, dass er das Duell nicht sofort verliert, indem wir da vorne wieder Platz machen. Denn wenn wir das nicht tun, dann hat er in der nächsten Runde automatisch verloren, wie wir schon mal erläutert haben. So, Tristan, was wirst du tun? Wirst du da rüberrücken? Wirst du intelligenter sein als Thea? Nein, natürlich nicht. Er spielt nur irgendein Monster oder irgendwas anderes und lässt es im Angriffsmodus liegen, fragt sich, was liegt denn da jetzt? Das macht mich jetzt doch ein bisschen neugierig, dass er nicht in die Verteidigung gegangen ist. Arlone macht einen direkten Angriff und zieht nochmal 800 Lebenspunkte ab. Bleibe noch 150. Dann spielen wir jetzt mal den Regen der Gnade von unserer Hand, der einfach so allen Pflanzen auf dem Feld Angriffspunkte dazugeben wird. Sind leider gerade nur zwei, die anderen sind entweder Zombies oder Biester oder auch Biestkrieger. Aha. Und ja, das soll mir allerdings trotzdem reichen, weil Arlone ja nur sicher sein soll. Ehrlich mal, ich bin gespannt, was davon liegt. Aber ich will es nicht angreifen, weil er dann wohl möglich seine restlichen Lebenspunkte verliert. Ach Gott, blödes Spiel, jetzt hast du mich neugierig gemacht. Wir haben mal unseren Fairy King Truesdale, den Feenkönig Vartal, von der Hand spielen können. Jetzt sind alle unsere Pflanzen um 500 ATK durch seinen Effekt gestärkt. So, jetzt kesseln wir ihn da vorne nochmal ein. Und jetzt werden wir mit Arlone versuchen zu vernichten, was auch immer da liegt. Weil ich will jetzt wirklich wissen, was es ist. Blödes Spiel, macht mich neugierig. Angriff mit Arlone. Haben wir noch irgendwas, um sie zu stärken? Nein, leider nicht. Volles Risiko. Achtung, es ist Marbarre. Warum in aller Welt hat er dieses Ding im Angriff liegen gelassen? Ich verstehe es nicht. Aber auf jeden Fall können wir uns jetzt Arlone's Animation angucken, wie sie Marbarre zerstört. Wir dürfen gespannt sein. Wird sie genauso gemein sein, den Gegner in einen Ball einzuschließen, wie ihr Ebenbild in Rot? Nein, ach, sie geht sogar in den Nahkampf. Das ist doch mal was.
Da macht man sogar mal was mit den Dornen, wenn man welche hat. Kabams! Das war eine schnelle Animation. So gefällt mir das. Kriegen wir eine schöne Lache von ihr? Kriegen wir sogar. Sehr schön. Mar-Barrel wurde besiegt und das Duell ist gewonnen. Unser Gegner hatte nämlich nur noch 150 Lebenspunkte. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir irgendwas Sinnvolles aus Tristans Friedhofsroulette ziehen können. Zum Beispiel Leogun, der wäre eigentlich gar nicht schlecht. Er ist ein Beastmonster und würde gar nicht übel in unser Deck reinpassen, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, allerdings fallen mir sonst gerade keine Karten ein, die er für uns haben könnte. Doch, den Dark Prisoner. Der Dark Prisoner, der wäre super. Also erstmal Leogun, wunderbar. Das hat schon mal reibungslos funktioniert. Jetzt den Dark Prisoner oder die Hand. Wunderbar. Jetzt noch die Hand und ich bin super glücklich. Komm schon, Hand. Monster-Ei, die Hand um einen verfehlt. Aber hey, wir haben den Dark Prisoner und Leogun erhalten. Das Monster-Ei, wie gesagt, will ich nicht wirklich. Denn wir können uns aus Fiend-Monstern den Rose Spectre auf Dunn fusionieren. Ich glaube es nicht. Du hast die Krabbe aus mir geschlagen. Dieser Wortwitz funktioniert nicht, wenn ich ihn ins Deutsche übersetze. You beat the crap out of me. Allein schon für diesen Witz sollte ich jetzt eigentlich in den Bildschirm schlagen. Auf jeden Fall haben wir eine weitere Rosenkarte erhalten. Das ist sehr schön. Und beim nächsten Mal kommen wir zur erstmal schwersten Gegnerin des Spiels auf dieser Seite der Kampagne. Es ist Mai in Canterbury. Ja, man muss sagen, dass Mai sehr, sehr stark und sehr gemeine Karten im Deck hat für diesen Punkt des Spiels. Viele Decks haben verdammte Probleme gegen sie, wenn sie die richtigen Karten rauskriegt. Aber da kümmern wir uns erst beim nächsten Mal drum. Bis dahin machen wir erstmal eine kurze Pause und denken darüber nach, welche Insekten wir aus unserem Deck werfen wollen. Bis dahin, see ya!